Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Victoria 2 Teil 24. Ja, wenn ich den letzten Teil zusammenfassen müsste, das Hauptthema war eigentlich, wir bauen unsere ersten Flugzeugfabriken und Automobilfabriken, was mich sehr freut. Freilich haben die bisher noch nichts produziert. Oder ich lasse mal die Zeit laufen, vielleicht passiert dann da was. Ups, was? Wen haben wir jetzt entdeckt? Thorsten Veblen, ein Ökonom. Thorstein Veblen is to economics what Jonathan Swift is to English literature, a master of the art of satire. Oh je. Gibt auf jeden Fall wieder Prestige. Und wir haben Political Science entdeckt. Conscious and non-colonial plus 0.01. Ja, also gucken wir mal hier. Aber ich fürchte halt, Flugzeuge werden nur vom Militär gebraucht und die haben noch gar nicht die Einsatzmöglichkeit von Flugzeugen entdeckt. Trotzdem steigt der Preis hier. Ja, Produktion ist noch null. Nachfrage eigentlich auch. Ah, schon wieder ein Sigmaring. Betrunkene Aufstände in Sigmaring. Das Automobil. Oh Gott, wen haben wir jetzt entdeckt? Noch Knut Wicksell, schwedischer Ökonom, ja. Und Leon Valras, französischer Ökonom. Pronounced Valras, okay. Ah ja, also Automobile werden immer verkauft. Ach, Artisans können die auch produzieren. Das heißt, die schrauben so ein Teil noch von Hand zusammen. Fabriken laufen noch nicht. Ich vermute einfach, dass auch Gummi fehlt. Oder und Kapitalisten kaufen sich Autos. Immerhin, da läuft es ganz langsam an. Aber Flugzeuge, ich glaube, die werden nur militärisch gebraucht. Maya Pete? Nö, da will ich keine Allianz eingehen. Ich kann ja den Stockpile ein bisschen hochdrehen, dass wenigstens ein bisschen Bedarf da ist. Nehmen wir ein paar auf Vorrat. Safari, wir können den Botschafter von Kong mitnehmen, aber das ist mir nichts wert, deswegen nehmen wir lieber das Prestige. Oh, wir können eine Reform machen. Das kostet natürlich. Hier steht für Pops, werden welche gebraucht. Irving Fischer haben wir entdeckt. Auch ein Ökonom. So, ein modernes zentrales Bankensystem haben wir jetzt aber hier fertig. 5%. Ach, dabei über Realismus gibt es indirekt eine Entscheidung, die ich machen kann, die die Steuereffizienz erhöht. Und jetzt haben wir noch rausgefunden, dann machen wir das doch mal. So, was können wir hier machen? Decisions. National Banking Act. While our government has for some time maintained a central bank, some voices within the economic debate have begun arguing in favor of monopolizing the issuing of currency to a strict government prerogative. Proponents argue that this will lead to an increase in economic stability, while opponents see it as a fundamental breach of the freedom of trade. Es kostet uns 1000 Pfund, wir kriegen Zentralbank. Wir zahlen 2% weniger für Zinsen bis zum Spielende. Naja, einmal jetzt die 1000 bezahlen, das ist nicht viel, und dann
immer weniger bezahlen. Wahrscheinlich würden wir das Geld selber drucken können. Na, ich mach das mal. Ja genau, also wir haben die Zentralbank, die Währung ausgibt. So, und bei Reformen, wir können... Geheimwahlen hätten sie gern. Das kostet wirtschaftlich nichts. Das wollen viele Leute. Das alles hier schmälert unsere Wettbewerbsfähigkeit. Traurigerweise, so ist das halt. Deswegen führe ich doch die Geheimwahlen ein. So. Ja, das ist halt auch, was die Leute hier am meisten interessiert. Als nächstes, bessere Schulen wollen sie. Ja, darauf könnte ich mich auch noch einlassen. Westaustralien hat seine Rebellen immer noch. Victoria's Diamond Jubilee. Victoria's 60th year on the throne was celebrated with a massive display of public affection. With these celebrations, she entered the public arena once again after a period of isolation following the death of her husband Albert. Three cheers for the Queen. Wir kriegen ein bisschen Prestige geschenkt. Holy site disturbed in Valata. Australien ist einfach so groß. Brauchen so lange dahin. Das ist gerade so teuer. Wissen wir nicht, warum wir Subventionen wieder bezahlen. Ich schalte die ja nicht ein selber. Attend the first Olympic Games. The announcement of a host nation, the International Olympic Committee has sent invitations to its members to attend the Games. Shall we attend? Ja, werden wir natürlich. Oh, es verbessert die Beziehung mit einem Haufen Staaten. Oh, und das andere würde sie verschlechtern. Mit Volgobulgarien, Karpatien, Arabien, Kroatien, Karinthia, Indien und Inka. Ja, das ist ja geschenkt. Frieden in der Welt. Und ja, ich muss hier was tun bei den Finanzen. Sorry, wird doch wieder auf 40% erhöht. Old Style Family Business entdeckt. The practice became very emotional and the owners could take much large risk for the business at the cost of professionalism. Aha. Wird viel Familientrieb behandelt, die Fabrik. In Köln ein Grubenunglück mit einem Mädchen. Augustin Cournot, lass mich raten, ein Ökonom, ein französischer. Und Johann Heinrich von Thünen, ein norddeutscher Landbesitzer aus Mecklenburg. Bestimmt auch irgendwie ein Ökonom. Ja, als er sich dem Tod näherte, fragte für seine berühmte Gleichung für the marginal product of labor, das Randprodukt. Nebenprodukt von Arbeit oder natürliches Gehalt in seinen Grabstein eingraviert wird. Oder? Ja gut, wenn ich eine berühmte Gleichung habe. Manchester Grubenunglück. Okay, Realismus schon fertig. Ah, das war's genau. Scotland Yard können wir einrichten. Scotland Yard, the Metropolitan Police incorporated by the Metropolitan Police Act of 1829, became known informally during the Victorian era as the Scotland Yard, after its headquarters at 4 Whitehall Palace, the site of an earlier road called the Great Scotland Yard. One of the most iconic police services of the era, mentioned in works by, among others, Jules Verne and Arthur Conan Doyle, the Yards could certainly help solve a crime or two. Und, das gibt Steuereffizienz. Ja. So.
Weiß nicht, ob Impressionismus auch was bringt. Lass mal gucken, kommen da noch mehr Entscheidungen? Das kriegen wir nie hin. Ach so, das Frauenwahlrecht, da können wir mal hinforschen. Dann brauchen wir Revolution und Konterrevolution. Es kommt hier unten erst. Ach du Scheiße. Ja, dann werden die ganzen Rebellen aber stärker. Da sind noch ein paar nützliche Sachen bei. Aber das mag ich immer noch nicht. Ja, ich mache jetzt mal das hier. Ökonomische Verantwortung. Wir sind echt die super Holzverarbeiter. Wir exportieren noch Papier, aber wir müssen da das einfache Holz erstmal importieren. Josef Schumpeter haben wir entdeckt. Also ich lese die, bitte schlagt die selber nach, wenn ihr wissen wollt. War ein Ökonom. Ja. Er hat den Niedergang des Kapitalismus in den Händen, durch die Hände oder in den Händen der Intellektuellen vorher gesagt. Naja. Es zieht sich aber, dieser Untergang. So, Stanley Evans. Ja, Ökonom. Oh, Admiral gestorben. So, sind hier unsere Armeen echt zusammen marschiert? Ja. Mal gucken, wo noch so Kleinarmeen. Ja gut, die auf den Inseln. Oh, da können wir mal zusammenlegen. Ah, wir können ja mal die Insulaner einsammeln. Das sind Kampfschiffe. Ah, hier sind reine eine reine Transporterflotte. Ich glaube, die Arbeitslosigkeit ist wieder raufgegangen. Tja, das läuft nicht so richtig mit der Flugzeugproduktion. Autos wenigstens ein bisschen was mal produziert. 3,52% der Weltproduktion. Oh Mann. Telefone, die braucht jeder. Hey, da passiert wenigstens was. In Rumelia. Die berühmte Telefonproduktion in Rumelia. Na, auch muss ich British schreiben. Okay. Produzieren in Griechenland unsere Telefone. Sehr schön. Das läuft hier eigentlich rum. Die Wolga-Bolgaren haben ein Problem mit ihren Reaktionären. Oh, das sind ja Kommunisten. Jetzt haben wir logistische Berechnungen haben wir entdeckt. Ja, Armeen sind besser organisiert. Weniger Militanz in Vigo, das ist bestimmt gut. The British Red Star, das hatten wir wieder, die Zeitung der Sozialisten. I should suggest down at the club that they start a subscription. Gin anyone? Haha. Nein, wir werden die wirklich sozialistischer, wenn sie die Zeitung nehmen. Oder die armen sozialistischer. What is this horrid piece of paper? Fish and Chips Wrapping? Na, ich. Dann abonnieren wir das beim Männerclub.
So, auch viele kleine Armeen. Interest Inflation Weapon. Zinsinflationswaffe. By letting the National Bank change the interest rates, the government could, at least to an extent, balance inflation against unemployment. Steuereffizienz erhöht sich. Darf man nur nicht übertreiben. So, jetzt könnte ich wieder was reformieren, aber... möchte ich das? Oh, die Maya Pahit Befreiungsbewegung ist gerade. Nee. Falsch rumsortiert. Common School Movement. Die ist gerade eh nicht so radikal. Oh, aber danach ist. Bewegungen danach sind völlig harmlos. Immigrant Attraction plus 3% und die Education Effizienz geht nochmal auf 15% rauf. Knappe Mehrheit dafür. Machen wir das. Dann haben wir immer noch hier. Ja, 91,6% können inzwischen lesen, aber. Game Hunting. Wir lassen die Löwen schlafen. Ups. Wieder zu viel was anderes gespielt, wo WASD die Karte scrollt. Ja, in Kopenhagen ist jetzt auch eine Autofabrik fertig geworden. Ich baue meine Forst noch ein bisschen aus. Gott, da ist nur Stufe 1. Da ist gar keins in Wiesbaden. Alfred Marshall entdeckt. Das war ein kurzer Text. He was first and foremost a brilliant and original theorist. Ah, okay, wir haben ökonomische Verantwortung entdeckt, mehr diplomatischen Einfluss gibt's auch. Achso, wir können überhaupt mal unsere Beziehung verbessern, hier die Punkte. Vergammeln gerade. Realist Literature haben wir entdeckt, gibt Prestige. Rabin können wir langsam ja mal. Haben wir noch einen Waffenstillstand mit denen? Nee, da würde ich eher mal Ansprüche fingieren. Und mit den anderen haben wir gute Beziehungen. Naja, aber die Beziehungen sind so schlecht, kann ich schaden, ein bisschen näher zur Null zu kommen, falls ich mir anders überlege. Die Frage ist, wenn ich jetzt Krieg führen würde mit den Arabern, möchte ich hier eine Verbindung bauen? Oder möchte ich die Flecken nochmal weghaben? Aber hier kann man mal so schön billig Druck machen.
Vivian. Wir kommen ja von da. Ah, Lower Egypt. Ja, das geht einmal hier rum. Die Sinai-Halbinsel habe ich schon teilweise. Achso, wir verbessern gerade Beziehungen. Machen wir gleich. Achso, Technologie. Ah, da geht's dann rund. Gilt das für alle, frage ich mich dabei. Separatismus. Ach, ich verstärke erstmal die Armee mit Psychoanalyse. Das glaube ich, Herr Freud. Also. Oha, Infamie 11. Naja, gut, wir haben. Habe ich gerade nichts. Sehe ich das irgendwo, dass ich das gerade mache? Offenbar nicht. Gut. Wir haben gerade die Revision mal wieder. Kommunisten. Was haben wir entdeckt? Replenishment Transport Organization. Ach, das ist wieder gut für die Armee. Armor Piercing Exploding Projectiles. Das ist gut für die Navy. Kriegt ein bisschen mehr Wumms. Die Finanzen gefallen mir nicht. Geht gerade runter. Die Kree haben keine Armee anscheinend. Oh, die Konservativen haben ganz schön hier Sitze abgegeben. Shoshonische Kommunisten sind hier auch gerade am Besetzen. Jakobiner-Rebellen. Shoshone haben anscheinend militärisch gerade auch nichts zu bieten. Oha. Ja gut, Jakobiner-Rebellen ist ja... Ich glaube, die werden gerade so von Anarcho-Liberalen regiert. Our Athletes are victorious. Ja, wir sind erfolgreich bei Olympischen Spielen. Hier bestimmt Prestige, ja. Glory to the youth of our nation. Ich glaube, ich könnte noch mal ein bisschen Militär nachbauen. Also Schiffe. Ich brauche nur noch Ironclads. Wir haben ein bisschen die Artillerie vernachlässigt. Ja, ein Sigmaring könnt ihr mit Bier laden. Ein paar Ingenieure, davon haben wir auch so viel. Habe ich auch lange nichts gebaut.
spricht eigentlich noch für Infanterie. Die haben höhere Verteidigungswerte und dagegen Guard, die Waffen haben niedrigeren. Manövrieren auch besser. Oha, jetzt sind es schon 21.000 Mann. Oh, hier sind nochmal welche gespawnt. Die rote Garde der Kree. Damit ist die Allianz auch gebrochen. Kommunistische Partei herrscht. Schaut mal, das schöne neue Wappen. Ist ja ein roter Pfeil als irgendwie eine Sichel oder so. Okay, Psychoanalyse fertig. Oh, besseres Schienensystem. Integral Rail System. Das müssen wir natürlich. Ja, ich glaube, die Arbeitslosigkeit geht rauf und hier gehen die Einnahmen auch runter. Da bauen sie gerade Schienen fertig, das, was mich ein bisschen wundert, weil das war anscheinend noch nicht bisher getan worden. Pre-planned Depot Systems, ah, damit Armeen sich schneller organisieren können. Volga Bugal fliegen wir alle naslang raus. Ich glaube, ich lasse das ja. Ich nehme ein bisschen Priorität raus. Was ist mit Mali? In der arabischen Sphäre. Und die Sozialisten sind gerade stärker in der Regierung. Aber es ist noch demokratisch, also die Fahne hat sich auch nicht geändert. Infamie ist entdeckt worden, aber okay. Bankruptcy Proceedings, also ein Insolvenzsystem. Fabriken werden günstiger. Und wieder Wahlkampf. Die Abyssinia, die Magdala. Schön, die neuen Schiffe kriegen alle Namen, die aus Europa Universalis übernommen werden. War das nicht der Fall? Ja, ich hoffe, mit dem Schienensystem können wir die Arbeitslosigkeit wieder ein bisschen drücken, weil wir wieder effizienter werden, bessere Infrastruktur haben. Wirtschaft wird debattiert. Nationalisierung von bestimmten Privatindustrie. Nee, davon halten wir nicht viel. Ich würde lieber mehr laissez-faire, aber das wäre dann, würde die Radikalpartei stärken. Oh, das hat aber noch nicht so viel Unterstützung, wie ich gern hätte. Nehmen wir die 15%, wo keiner radikal wird. Let do and let pass, the world goes on by itself, no monopoly. Da kann man ganz schön immer die Meinung der Leute verschieben. Das ist gut für unsere... Hier läuft es wieder besser. Hier war es gut für die Wirtschaft, dass wir Armeen in Auftrag gegeben haben. Mit Autos ist auch schon wieder eingeschlafen. Wer würde nicht ein Auto kaufen wollen, was auf Zypern gebaut wurde? Oh!
Flugzeuge aus Südostengland werden tatsächlich Kapitalisten, gönnen sich das in Aristokraten. Schön, gibt's hier ein bisschen Absatz. 0,760 ist aber nix. Also die meisten Fabriken sind hier eh noch nichts. Ja, tägliches Bedürfnis, 0,3520 Flugzeuge. Mission nach Arabien. In a rather embarrassing blunder, several of our soldiers in the uniform of Arabia have been caught while trying to sneak across the border. While the rumors that their task was to stage a border incident to justify our invasion was totally unfounded, it would be wise not to provide any fresh fuel for the fire right now. What are you talking about? Genau, so geht's mir jetzt auch. CB Generation Speed decreased. Ach so, wir produzieren ja gerade einen Casus Belli. Da haben wir wohl ein paar nach Ägypten geschickt. Ja, dauert es halt länger. Demonstration turned sour. In Kärnten, Steiermark. Reaktionär oder mehr sozialistisch? Ich habe jetzt mal die Armen lieber sozialistischer werden lassen. Ah, wir importieren wieder mehr Tee. Dass wir so viel Klamotten importieren müssen. Spannung in Tamar Rasset hat sich von selbst gelegt. Gut, ich wusste auch gar nicht mehr, dass da welche war. Können wir wieder wählen, was die Leute mehr unterstützen sollen. Säkularisch oder Pluralismus. Das will ich nutzen, um die liberale Partei. Inzwischen sind ja auch die meisten christlich, bei uns über 90%. Da will ich lieber hier meine Wunschpartei unterstützen. Obwohl. Ja. Müsste schon Moralismus nehmen, um hier nur die 1,33% Atheismus-Anhänger zu vergrätzen. Also komme ich kaum. Dann muss ich halt eine größere Gruppe hier auch ein bisschen verärgern. Ein bisschen was zusammenführen, was da gebaut wurde. Nö, mit R wollen wir auch nicht. Die Northumberland und die Caledonia liegen hier vor Anker. Das klingt nach Rebellion? Nee. Achso, die Wahl ist einfach fertig. Keine großen Veränderungen. Muss ich nur wieder sagen. Nee, ich will die liberale Partei. Die auch die stärkste Fraktion ist. Ich habe lange keine Zeitung mehr. Oh, internationale Krise um die karibischen Inseln. Ach, Volga, Bulgarien, können wir wieder den Ruf wieder steigern, nachdem wir da. Das habe ich im Augenwinkel gesehen, dass wir da wieder runtergeschubst worden sind. Ach, Frankreich hat dafür die arabischen Botschafter mal verbannen lassen. Dadurch haben wir überhaupt noch eine Chance. Kroaten sind auch freundlich, Kapaden auch freundlich. Ach, da buhlen sich alle drum. Wollen wir die Azteken unterstützen? Worum geht's? Die Maya wollen die karibischen Inseln haben von den Azteken. Ah. Also hier haben wir die Maya. Jetzt bin ich ganz sicher, ja, das sind die karibischen Inseln. Was ist das hier?
Hispaniola, La Vega, Westindischen Inseln. Puerto Rico ist hier, okay. La Vega. Könnte meinen, die wäre bekannter, die Insel ist so groß. Ah, ist das die Dominikanische Republik? Ach, ich weiß es nicht. Die ganze Inselgruppe wollen sie haben. Eigentlich sind jetzt Tick noch auf meine Interessensphäre, glaube ich. Bin ich dagegen. Da unterstütze ich die Azteken. Kapazien wollen die Maya unterstützen. Oh, wir haben ein Working Board of Directors. Verkriegen wir einen günstiger. Dann ist es interessant. Gut, jetzt können bessere Schienen gebaut werden. Angesichts der Krise überlege ich, bei der Armee auszubauen. Wir trauen uns doch mal hier ran. Nee, forschen mal hier. Was habe ich denn jetzt geklickt? Das wollte ich. So. Tiefverteidigungssysteme. Kroatien hat sich auf unsere Seite gestellt. Ah, Frankreich auf Seite der Karpaten. Oh, dann wird das. Wir können eine Lösung vorschlagen. Was wäre denn das? Macht keinen Sinn, dass die Kroaten und Azteken das gut finden würden, wenn wir einfach nachgeben. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Mist, ich muss drauf gehen mit Steuern. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier fleißig Schienennetze gebaut werden. Wie viele Flugzeugfabriken bauen die noch? Aber immerhin noch Telefonfabriken sind dabei. Hier bauen sie, hier erweitern sie die sogar. Ihr kriegt doch kaum Flugzeuge gerade produziert. Ihr baut doch mal die Fabriken, die Teile, die man braucht. Also wahrscheinlich irgendwie elektrische Teile und so. The first to the pole.
The Royal Geographic Society has announced that an award will be presented to the first expedition that reaches the North Pole. Okay. Wollen wir da jemanden hinschicken? Ja, wir schicken eine Expedition los. Gute Schulen in Nordnorwegen. Die sollen ruhig Bewusstsein kriegen. Die Inka sind auch noch auf unserer Seite. Ja, die geht das auch mehr an. Blackfoot haben sich da auf deren Seite gestellt. Demand peace terms. They would accept this offer. Ah. White peace. Krise abgewehrt. Union busting. Das finden wir nicht gut, Union busting. Blackfoot am Karpatien überholt, wow. Die industrialisieren jetzt auch ganz gut. Wollen wir hier mal wieder Beziehungen verbessern. In Westpreußen ist die Hälfte der Handwerker in Arbeit. Uiuiui. Die Steuereinnahmen gehen runter. Machen wir mal eine kleine Reichensteuer von 5%. Ja gut, wir nehmen jetzt Tick mit unserer Allianz auf. Ah. Sehr gut, wir haben Acquire State Causes Berlin gegen Arabien. Infamie 3,5. Ich darf ruhig wieder fallen. Brigadenmäßig sind die fast gleich. Ah, da sieht man, wir haben einen Casus Belli bis... aber auch nur für ein Jahr. Oh, und hier läuft es finanziell wieder. Wir machen den zwei Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, machen wir. Jetzt drehe ich mal wieder runter hier. Prozent hier symbolisch der Beitrag. So. In Edinburgh oben Unglück. So, tiefes Verteidigungssystem. Ah, das macht die Armee teurer. Ich traue mich mal, dann mal sehen, was das hier, wie sich das auswirken wird. Ah, ein paar Anarcho-Liberale, aber nicht viele.
Wow, die haben sich einen weiten Pfad ausgesucht. Rebellen zu plätten. Ich glaube, ich habe genügend, die auf Autounterdrückung stehen. Müssen wir nur gucken, dass sie auch alle erreichbar sind. Oh Gott. Hier auf und ab. Vier Länder sind auch friedlich, freundlich. Oh, die Franzosen haben Einfluss 100. Die können es jetzt in die Sphäre aufnehmen. Sein, sie wollen jemand anders lieber. Ja, sie haben es in die Sphäre aufgenommen. Sympathiestreik in Franken. Ja, wir wollen nicht so viel Sozialismus. Oh, dann werden die sehr militant. Naja, gut. Wir haben ja gerade einen Aufstand überstanden. Oh, Armeen sind noch teurer geworden, dafür effektiver. Elastisches Verteidigungssystem. Realistische Kunst. Prestige. Minimum Wage Movement im Pfad auf. Okay. Bin überrascht, dass immer noch so viele Fabriken gebaut werden. Okay, Nationalismus und Imperialismus haben wir erforscht. Das könnte Folgen haben. Oh, wir haben das Jahr 1900 erreicht. Das war der letzte Jahrhundertwechsel, den ich hier noch habe. Außer ich spiele nachher Stellaris in dem Geiste weiter. Ah. Electric Power, links. Oh, das sind noch spannende Sachen. Steuereffizienz 5%, das ist. Ja, das wäre kurzfristig, glaube ich, gar nicht schlecht. Ach so, aber erstmal müssen wir natürlich hier die zusätzlichen Forschungspunkte holen mit Antirationalismus. Beeindruckender Schnurrbart. Ist ganz viel Prestige. Quantentheorie. Ja. Ich weiß nicht, was das mit Antirationalismus zu tun hat. Aber okay. Oh, die USA und Portugal haben Rebellen zu kämpfen. Der Portugal hat das schon erledigt. Die USA haben auch eine Armee. Die Cree sind zum Beispiel demokratisch, haben so die Kommunisten gewählt. Okay. Die Expedition kehrt immerhin zurück, aber ohne Erfolg. Ja, wir suchen das wieder. State Bond Monetary Mechanism, Staatsanleihen. Ja, okay, wenn es zum Regulieren benutzt wird, aber Staatsanleihen werden ja fast nur genutzt, damit der Staat weiter Schulden machen kann. Flexible Counterattacks, oh, die Armee wird wieder ein bisschen teurer. Und Trench Systems. Oh, wir sind beim Militär auf Platz 2 aufgestiegen. Das waren wohl die entscheidenden Erfindungen. Wir haben die Inka knapp über, Indien knapp überholt.
Oh, Frankreich hat auch wieder Schiffe. Gucken wir mal in den Ledger. Schiffe, okay. Wir müssten dann mal wieder bei Schiffen nachlegen. Wo ist denn die indische Flotte hin? Eine große Landarmee. Trotzdem, was habt ihr da noch gemacht? Bischwarupzins hat sogar auch eine vergleichbar große Flotte. Oh, inzwischen gab es auch Zeitungen, die ich übersehen gelesen habe. Preise für Flugzeuge steigen. Erste Zeppelin ist geflogen über den Konstanzsee bei Friedrichshafen. Desaster, Erdbeben und Tsunami in Messina und Kalabrien, Sizilien. Oh. Hier ist eine Stadt, Martinique, zerstört worden. Saint-Pierre, 30.000 Opfer. Vulkanausbruch. Ach, Martinique, das ist, ist auch mehr in der Karibik, oder? Revolution und Osage. The Captain of Köpenick, an imposter masquerading as a German military officer, managed to fool soldiers in Berlin and steal over 4000 marks due to so-called suspicions of crook bookkeeping. He gave a receipt. Der Hauptmann von Köpenick. The first to the pole. Wir haben schon eine Expedition auf dem Weg. Oh, schicken wir noch eine. Das ist aber buggy, dass das mehrfach kommt. Das habe ich auch in einem Let's Play von Steinwallen, was auch gerade läuft, auch gesehen. Der hatte da auch irgendwie drei Expeditionen parallel nachher laufen. Biased Multiculturalism. However, some cultures are more equal than others. Colonial Migration plus 5%. National Fraternity. Kriegsbeschaffung nimmt ab, Pluralität zu, okay. Ich finde auch einen Sofala war ja interessant, weil es da Gummi gab und der Output ist aber immer noch bescheiden. Ich glaube, ich hatte da auch schon mehr Einwohner letztes Mal. Ja, die Leute wandern aus. Ach, hey. Ich habe schon nationalen Fokus gesetzt, dass wir mehr einwandern, aber... 75.000, glaube ich, waren Einwohnerwander eigentlich. Ja. Dann muss ich mit einem voll... Was wollen die denn? Lockout. Ja, 40% mehr Sozialismus in Nenizia. Ja, dann lieber ein bisschen Militanz. Okay, aber der Schienennetzausbau läuft. Habe ich noch Lust, das bei den Kree irgendwas zu machen? Naja. Ich glaube, das ist hier eine Vergeudung. Ups.
höre nochmal die Meinung, aber das spare ich mir dann die Punkte. Annual Report Proceedings. Fabrikkosten gehen runter. Das passt, ein Ingenieurkorps. Das ist, ich weiß nicht, ob es Korpsregiment oder so, okay. Egal, auf jeden Fall. Die haben keine Ingenieure. Das passt dann gut da rein. Und wir erreichen das Jahr 1901. Sehr gut. So, und dann können wir, da haben wir eine Chance, dann das Frauenwahlrecht auch einzuführen. Boah, das stärkt aber auch wieder diverse Bewegungen. Oh, hier würden wir Bildungseffizienz nochmal anziehen. Ja gut, aber es gibt ja hier noch die Steuereffizienz will ich haben. Bank Inspection Board. Na, ich würde gerne hier ein bisschen durchrushen durch ja, vor allem Kommerz und Kultur und dann vielleicht umschalten auf den militärisch-industriellen Komplex, dass ich für den Rest des Spiels einen Bonus dann habe. Vor allem bei der Navy noch nachzuziehen. Ja, ich muss richtig schöne Schiffe noch bauen dann. Oh, das sind natürlich immer schöne Boni hier für Kohle-Stahlproduktion. Schichtarbeit. Oh, da werden auch die Resource Gathering Operations 5% effizienter. Das ist natürlich gut für mein bisschen Gummi. Nein, generell auch für Holz. Was ich gerade noch. Ich importiere gerade auch Getreide und Tee. Vor allem das Getreide müsste ich doch selbst produzieren können. Ah, hier gibt es gleich Strom und Wechselstrom. Das ist auch gut für die Sammelaktion. Mining und Farming plus 15%. Ja, also. Na gut, aber hier können wir nochmal. Ach, das Keynes-Ökonomie, das wird ja auch gerne diskutiert heutzutage noch. Hier wird alles nochmal effizienter, das ist ja auch immer gut für die Konkurrenzfähigkeit. Ja, Milch, ich habe ja auch genug Bildungseffizienz, wir nähern uns hier ja den 100%. Ja, hier habe ich halt am wenigsten reingesteckt, aus guten Gründen. Achso, ich kann Force auch noch ausbauen wieder. Und beim nächsten Mal, hoffe, ihr schaut da wieder rein. Wünsche noch viel Spaß weiter. Bis zum nächsten Mal, ciao.